So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute mal die FSG-Map an. Wir haben die schon mal getestet, kurz getestet. Ich möchte euch die wieder mal in Erinnerung bringen, weil ja momentan die Heilbronn nach wie vor noch nicht geupdatet wurde und die FSG tatsächlich schon bereits für die Version 1.44 da ist. Die Map ist immer noch Work in Progress. Das kann man ganz gut lesen hier auf der SCS Forumsseite. Den Link habe ich natürlich unter dem Video für euch gepostet, damit ihr das nachlesen könnt. Was ist die FSG-Map France, Switzerland und Germany? Ein kleiner Kartenausschnitt sozusagen im Maßstab 1:1. Super klasse, absolut, gefällt mir, keine Frage. Die Map ist wie gesagt nicht fertig, da wird immer noch gearbeitet und ich weiß, dass da immer wieder was passiert. Aktuell arbeiten die gerade irgendwo an den französischen Alpen oder so. Kann man auf Facebook nachlesen, findet man ohne weiteres überhaupt kein Problem. So, was muss ich machen, damit ich diese Map verwenden kann und installieren kann? Ich brauche ein paar Map-DLCs dazu. Das ist das DLC Skandinavia, France, Italia, Baltics, Black Sea und Iberia. Also diese sechs Map-Mods, Mods sind es nicht, es sind DLCs von SCS, die brauchen wir, damit wir die FSG-Map überhaupt zum Laufen bekommen. Damit wir die zum Laufen bekommen, müssen wir einen Download starten. Und zwar, das sieht man auch hier auf dieser Seite, gibt es einen Link zum Download. Und zwar, man wird verwiesen auf deren eigene Homepage. Das ist diese Seite hier. Auf dieser Homepage muss man sich registrieren, damit man den Download starten kann. Also man klickt auf Download starten, dann wird der Name und etc. Passwort wird da abgefragt und dann bekommt man auch dieses File heruntergeladen. In dem File, das heruntergeladen wird, sind tatsächlich 4 Mods enthalten. Das eine ist die Dev, dann gibt es die Map, die Prefab und die Assets. Diese 4 Mods schmeißen wir in den Modordner von ETS. Da solltet ihr inzwischen wissen, wie das funktioniert. Und genau dort machen wir nach dem Cut gleich weiter. Also Leute, bis gleich. So Freunde, die Mods haben wir bereits drinnen. Das wisst ihr, wie das funktioniert. Und wir stellen uns dazu, ich habe natürlich schon so ein Profil, das ist klar. Ich habe das vorbereitet. Aber wir erstellen jetzt gemeinsam noch so ein Profil, damit ihr das gesehen habt. Wir klicken auf Profile verwalten, sagen, wir möchten ein neues Profil anlegen. Dieses Profil benennen wir dann beliebig. Zum Beispiel, keine Ahnung, wir benennen es einfach mal FSG Tutorial. Dann wählen wir Männlein oder Weiblein, ein Bild von einem schönen Jüngling. Ein LKW, der uns gefällt. Gefallen würden mir viele, aber es ist wurscht. Firmenlogo. Dann gebt ihr irgendeinen Firmennamen ein. Sprache bleiben wir bei Deutsch. Und dann kommt das Kartenmodul. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Damit wir das Kartenmodul auf das Richtige umstellen können, das ist jetzt noch ausgegraut, klicken wir hier links oben auf den Modmanager. Und da wählen wir jetzt diese 4 Mods der FSG-Map praktisch aus und bringen die in die richtige Reihenfolge. Die Dev geben wir ganz nach oben. Dann kommt drunter die Map. Dann kommt die Prefab und die Assets. Diese Reihenfolge müsst ihr einhalten. Wenn ihr dann irgendwelche Mods dazu aktivieren möchtet, dann kommen die immer oberhalb. Ja? Das heißt, wenn ihr jetzt angenommen, ist ja wurscht, den Swap Buddy und den Gedöns hier und vielleicht noch das hier. So, das kommt alles oben drüber, aber das kennt ihr ja, das wisst ihr, wie das funktioniert. Das ist kein Problem. So, Änderungen bestätigen. Jetzt kann man das richtige Kartenmodul einstellen. FSG.mbd. Steam Cloud benutze ich nicht. Erstellen. So, den Helfer möchten wir überspringen, den brauchen wir nicht. Und dann lädt er bereits jetzt die Map und jetzt müssen wir die Stadt auswählen, in der wir beginnen möchten.
Es wird der eine oder andere sagen, das ist aber überschaubar, das ist sehr klein. Vergesst bitte nicht, 1:1 Maßstab. Ihr werdet euch wundern, wie lang die Strecke von hier, von Belfort bis Wolfersheim, dort 1:1 nicht vergessen. Also, wir wählen eine Garage aus, euch überlassen, Auswahl bestätigen, Tutorial kann man sich ansehen oder auch nicht, ist euch überlassen. So schaut das Ganze dann aus. Also die Hauptrouten, Firmen und so weiter, die sollen dann nachgebildet werden. Auch die Landschaft ist da irgendwo anscheinend wiedererkennbar. Ich kenne diese Örtlichkeit dort tatsächlich nicht. Aber ich finde, es ist eine coole Sache. Klicken wir jetzt durch und dann sind wir bereits auf dieser Map. Halleluja. So schaut's aus. Lässig, oder? So. Aber wir werden dann natürlich mit dem Profil, wo jetzt überhaupt noch nichts fertig ist, natürlich nicht weitermachen. Wir machen jetzt einen Cut und wir sehen uns gleich wieder dann in dem Profil, wo ich bereits alles, was ich brauche, aktiviert habe, eingestellt habe und machen an dieser Stelle jetzt diesen Cut. Also Freunde, bis gleich. So, liebe Leute, wir sind schon auf der Map, auf der FSG-Map. Wir fahren hier mit dem schönen MP4, mit dem Benz. Gliederzug. Und schauen vielleicht noch ganz kurz auf die Karte, was da so los ist. Wir fahren jetzt hier von Morschwiller-les-Bas, oder wie das heißt, ein bisschen außerhalb bei dieser Firma, da haben wir geladen, das ist also ein Bauernhof, fahren jetzt praktisch dann retour hoch, nämlich nach Lutterbach. Ja, und so schaut die Map, wie gesagt, aus. Wir haben die zuvor ja bereits gesehen, überschaubar, keine Frage, aber nicht vergessen, 1:1. Die Strecke, die wir ausgewählt haben, ist recht kurz. Ich möchte euch das ja nur zeigen, wie das da so ungefähr ausschaut und die ersten Eindrücke. Und wenn ihr dann sagt, ja, okay, lässig, wollen wir vielleicht mehr sehen, ihr werdet mir das einfach kommentieren, bitte in den Kommentaren, dann können wir da ohne weiteres mal die eine oder andere Folge natürlich machen. So, Bremse raus und los geht die wilde Fahrt. Wir fahren heute Automatik. Automatik ist auch ganz, ganz selten. Haben den schönen Free-Mod von Max drinnen. Für den MP4-Sound. Der OM8, wie heißt der? 470 heißt der, oder? Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Schotterstraße ist ja nicht unbedingt so meins. Ich meine, ist schon lässig, aber... Und vielleicht fällt euch das auf, wie die Kabine links und rechts praktisch über diese Hügeln da rüberschaukelt. Das ist auch neu. Finde ich extremst lässig. Es hat sowas von, weiß ich nicht, es ist wirklich realistischer, kommt mir vor. Also ich würde euch die Map auf alle Fälle ans Herz legen, die ist es schon wert, mal zu fahren. Der Klausi bringt die Heilbronn aktuell sowieso nicht auf die Welt und da höre ich immer wieder von Abstürzen und Problemen. Das heißt, man kann ohne weiteres da die FSG einmal fahren. Wer auf 1:1 Map steht, das ist sicherlich eine gute Alternative. Ob das jetzt egal. Der eine fährt lieber die Pomezania, der andere fährt lieber die Grand Utopia. Da gibt es 100.000 Zutritte dazu. Und wir schauen uns einfach einmal das Thema jetzt mit der FSG an. Ah, ich finde das schon lässig.
aufpassen, da ist ein bisschen so blöd Donner gebaut worden. Also nicht vom Mapper, sondern vielmehr von dem, der das Gebäude bastelt hat. Da siehst du überhaupt nichts wegen dem scheiß Baum da. Hinten sah ich wieder mal ein bisschen zurückstutzen. Ja, so 450 PS oder was die Kisten da hat. Mehr ist es nicht. Aber das reicht auch vollkommen aus. Wir fahren ja da keine Ehrentouren. Das ist vollkommen in Ordnung. So, landschaftlich würde ich sagen, schaut auf alle Fälle top aus. Mir ist gestern, wie ich selber diese Map installiert habe, sind mir schon ein paar Fehler aufgefallen. Logischerweise, die tauchen halt da und dort auf. Irgendwo hängt da mal ein Schild irgendwo in der Luft. Das war irgendein Renault-Händler, so viel mich da jetzt erinnern kann. Drei Schilder waren da in der Luft. Teilweise ist mir auch schon aufgefallen, erscheinen irgendwelche Gebäude und so, die weiter weg sind, relativ spät. Vielleicht irgendein Performance-Thema, keine Ahnung. Aber ich finde, es schaut lässig aus. Wollt mir echt. Ja, Route neu berechnen. Jetzt spielt das Navi wieder. Das Navi ist nämlich ein Drecks-Navi. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, wir müssen da auf die A36, oder? Ja, ich glaube. Ja. Ah, wir spielen da ab und zu. Ist aber auch wie im Real Life. Kann da ständig wo passieren, gell? Neue Route. Genau. War mir einfach die da. Kein Problem. Ja, kein Problem. Halt die Klappe jetzt. Das dreht ein bisschen durch. Das habe ich zum Beispiel, ist mir auch schon aufgefallen. Habe ich gehabt zum Beispiel beim Iberia DLC. Es hat gesponnen, dieses Navi. Unbeschreiblich. Wirklich. Bitte rechts halten. Naja, aber so hast du Radar aktiviert, sind wir deppert. Mit Mercedes. Ich bin so lange schon immer anständig Mercedes gefahren. Das ist sagenhaft. Mercedes war früher mein Story-Fahrzeug, wer sich erinnern kann. Die Story, die ich schon jahrelang jetzt betreibe, die Hauptstory eigentlich. Route neu berechnen. Strada wieder durch. Da bin ich eine Zeit lang den Mercedes gefahren. Das war lässig. Das war nur Zeit, ein bisschen narrisch. Lass uns eine neue Route finden. Bitte links halten. Aber ihr seht schon, 2 Kilometer fahren wir jetzt noch. Na, 1 Kilometer und dauert noch 2 Minuten, das kommt schon hin. Auf der Autobahn auf alle Fälle. Und das ist typisch diese 1:1 Map und das hat schon was. Da bist du nicht innerhalb von, weiß ich nicht, in-game 2 Stunden in ganz woanders. Rechts halten.
sondern ist einfach ein anderer Zutritt. Und da wird sicherlich Leute geben, denen das genauso gut gefällt wie mir. Oder vorne. Der Kreisverkehr, alles klar. Die Kühe sind auch lässig, bistnarisch. So, dann geht's rein nach Lutherbach. Lutherbach. Links halten und dann links abbiegen. Jawohl. So, da fahren wir noch schnell rein, bevor der Gegenverkehr kommt. Sonst stehen wir da jetzt Ewigkeiten. Bringt normal zum Beispiel dieses Flackern von dem Container. Das ist auch nicht normal. Sei irgendein Fehler. So, und jetzt müssen wir wissen, wo wir uploaden müssen. I don't know. Ah, da hinten auf alle Fälle. Ah, da steht die Feuerwehr, da ist irgendwas passiert. Wir wissen jetzt natürlich nicht, vorwärts oder rückwärts, keine Ahnung. Egal, wir werden uns da irgendeinen zuständigen Menschen suchen. Der wird uns das hoffentlich dann mitteilen, was der Sache ist. Ich glaube, ich stehe falsch, aber gut, es ist uns wurscht. An dieser Stelle, Leute, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Geschmack machen mit der FSG-Map, damit mal wieder mehr 1:1 gefahren wird. Freunde, in dem Sinn, bis zum nächsten Mal, alles Gute, tschüss, euer Hermi.